Ja, willkommen zurück, Murdered Soul Suspect. Ganz schön kalt hier draußen. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Und glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen... Oh, du meinst unser Football-Team? Ja, ich denke, wir haben gute Chancen. Ihr verbringt viel Zeit beim Training. Muss nett sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja, ist nett. Ganz schön kalt hier. Deine Jacke sieht richtig warm aus. Ja. Toll, was ein Horst. Merkt er denn nicht, was sie von ihm will? Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte ihr jetzt die Jacke gegeben, aber naja, ich bin ja nicht er. Gott sei Dank. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Das träumt er auch nur. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Toll. Mann, ich werfe mich ihnen doch schon an den Hals. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Ja, Hauptsache er trinkt Bier. Der eine trinkt, der andere trinkt Bier. So, Gedenkplakette für William Pynchon. William Pynchon oder Pynchon? Pynchon? Pynchon, 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 denke ich mal, wird's ausgesprochen, Pynchon. 1723 bis, 1789, wir haben ein bisschen lange bis 1989. So. Da wäre der Mann fast 2000 Jahre alt. Naja, nicht ganz. So. Huch. Da waren wir auch schon überall drin gewesen. Wir haben ja in der letzten Folge die ganzen Dämonen hier besiegt. Und folgen immer noch den Mädchen, die anscheinend nicht reden kann mit uns. Warum auch immer. Ich hoffe, dass wir das rausfinden können. Jetzt bin ich schon wieder in der Zwickmühle. Da runter gehen oder hier lang gehen? Was? Ah, guck mal hier an. 5 mehr zum Aufdecken. 4 mehr zum Aufdecken. Ja, die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Wo ist jetzt der richtige Weg zur Story? Will ich aber noch nicht, weil... Okay, da ist der richtige Weg zur Story. Da lief sie nämlich gerade. Deswegen werde ich erstmal hier oben lang gehen und mich umsehen. So. Wie gut, dass wir uns teleportieren können jetzt. Ich bin mir sicher, dass hier in der Gegend Geister von Hexen unterwegs sind. Keine Sorge, Kleiner. Ich beschütze dich. Hey, klingt gut. Sehe ich das richtig? Trinkt der Jägermeister? Okay. Das wird eine super Nacht. Keine Spielchen. Was für ein tolles Mädchen. Jungs sind gar nicht so kompliziert. Sind wir auch nicht. Ja, den hier mag ich. Das ist super. Sehr schön. Jungs sind gar nicht so kompliziert. Den mag ich. Ich mag mich auch. Bisschen Eigenlob. Muss ja auch mal sein. So. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir in jedem Mausoleum gehen, dass wir irgendwann irgendwas haben, was mich total erschreckt. So, noch 3 mehr zum Aufdecken. So wie der eine, der auf dem Fußboden saß. In der letzten Folge, glaube ich, war es gewesen. Noch 2 mehr zum Aufdecken. Wir sind ganz nah dran. Können wir da runterfallen? Nein, können wir nicht. Okay. Obwohl, sterben könnten wir ja dann eigentlich gar nicht, ne? Oder? Sterben dürfen wir ja dann normalerweise nicht. Gut. Also brauchen wir noch 2 solche Sachen zum Aufdecken. Dann haben wir wieder eine neue Geschichte. Ich vermute mal, dass es hier kommen wird irgendwo. Ich gehe erstmal links lang, bevor ich da runter gehe. Uah. Gibt's hier irgendwas? Außer sich zu verstecken? Okay. Das ist ein bisschen sinnlos, weil ich glaube nicht, dass man hierhin flüchtet, wenn man von Dämonen verfolgt wird. Alter Schwede. Hallo? Da läuft sie. Ich hoffe, ich übersehe nichts irgendwie.
Okay, noch sehe ich keine... Uah. Noch sehe ich keine Dämonen, die irgendwie in der Nähe sind. Und da liegt wieder eine Notiz. Gedanken von Julia wahrscheinlich. Um Himmels Willen. 26 von 38 haben wir schon gefunden. Ich erzähle Rex, was Ronan mir über seine kriminelle Vergangenheit erzählt hatte. Er sah besorgt aus, aber nicht wegen meiner Sicherheit. Er weiß bloß, wie schwer es ist, sich ein Leben aufzubauen, wenn man ein Vorstrafenregister hat. Selbst wenn du vollständig geläutert bist, geben dir die Leute keine Chancen, Das zu hören, weckt in mir ganz neue Sympathien für Ronan. Er arbeitet so hart, um sich ein Leben zu schaffen. Ich werde sorgfältig darüber nachdenken müssen. Sie hat alles für ihn getan. Da haben wir auf jeden Fall noch ein... Alter Schwede. So, einen brauchen wir noch. Ich hoffe, der liegt hier irgendwo. Da liegt er. Ich möchte gerne erst die Geschichte... Ah, sind wir jetzt auf der Rück... Nee, doch. Sind wir, ne? Tatsache, wir sind auf der Rückseite. Ich möchte gerne erst das aufdecken hier. Und wir hören uns jetzt erstmal natürlich die Geschichte an. Ich war schon immer Kleptomanin. Es ist nicht so, dass ich faul war oder so. Mir war bloß langweilig. Gestohlenes war schon immer interessanter. Ich konnte es ansehen und den aufregenden Moment des Diebstahls erneut erleben. Manchmal machte ich mir Sorgen, dass man mich schnappt. Manchmal war ich im Adrenalinrausch. Aber erst seit dem letzten Diebstahl weiß ich, was wahre Angst ist. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern, obwohl ich seit Jahren versuche, es zu vergessen. Meine Freunde und ich schlichen uns für ein paar Bier auf den Friedhof, wie an einem langweiligen Abend in der Woche üblich. Wir gingen zu unserer gewohnten Stelle, einem alten, heruntergekommenen Mausoleum. Aber diesmal war es verschlossen. Anscheinend interessierte sich endlich jemand für den toten Typen und wollte uns dort nicht feiern sehen. Also teilten wir uns auf und suchten nach etwas Neuem. Nach ein paar Minuten des Erkundens fand ich ein anderes Mausoleum, das zugänglich erschien. Eine Wand hatte begonnen zu bröckeln und ich quetschte mich durch. Das Innere sah aus wie die anderen auch, mit einem Unterschied. Auf dem zentralen Grab lag ein staubiger Rahmen mit einem Kranz aus aufwendig geflochtenem Seil. Natürlich musste ich so etwas Altes und Wertvolles mitnehmen. Ich dachte, es wäre das Beste, eine Woche mit dem Verkauf zu warten, falls jemand ihn als gestohlen meldet. Also versteckte ich ihn auf dem obersten Regal und ging schlafen. In dieser Nacht hatte ich furchtbare Albträume von einer Hexe. Mit faulendem Fleisch und totem Gesicht. Ich wachte mehrmals auf, verängstigt. Egal wie oft ich versuchte, wieder zu schlafen, sie fand immer ihren Weg zurück in meine Träume. Über die nächsten Tage wurden die Albträume schlimmer. Ich wachte auf, nur um festzustellen, dass mir die Haare büschelweise ausfielen und meine Kopfhaut blutete. Ich schrieb das dem Stress und den Schuldgefühlen zu, etwas vom Friedhof gestohlen zu haben. Am nächsten Tag ging ich zu einem Leihhaus, um den Kranz zu verkaufen und mit der Sache abzuschließen. Ich fühlte einen Schauer, als der Pfandleiher mir sagte, dass der Kranz nicht aus Seil gemacht war. Tatsächlich bestand er aus den Haaren eines geliebten Verstorbenen, wie im späten 19. Jahrhundert üblich. Ich wollte, dass die Albträume aufhören, also verkaufte ich ihn. Mir entwich ein Seufzer der Erleichterung, als ich das Geschäft verließ, im Wissen, dass ich endlich Frieden finden würde. So kam es aber nicht. Ich hatte immer noch Albträume. In dieser Nacht und in jeder anderen auch. Ich ging zum Leihhaus zurück
aber der Haarkranz war fort. Genau wie der Pfandleiher, dem ich den Kranz verkauft hatte. Und der Typ hinter der Theke meinte, er hätte nie von jemandem gehört, auf den die Beschreibung passt. Ich wanke durch Salem. Als verängstigte und leere Hülle meines früheren Selbst. Ich suche diese Stadt nach dem Kranz ab. Ich würde für ihn töten. Alles tun, damit diese Albträume endlich aufhören. Ja, was eine krasse Geschichte. Man soll ja auch nichts von einem Friedhof stehlen. So, genau, ewige Flamme, das ist noch das, was uns noch fehlt. Das werden wir definitiv in der Stadt noch machen. So, jetzt aber erstmal, hier war auch noch was. Uah. So, Plakette des Friedhofs. Der ursprüngliche Friedhof war viel kleiner als heute. Aufgrund seiner Nähe zum Wasserweg wurde er in seiner Geschichte zweimal für die Quarantäne genutzt. Einmal 1665 für Immigranten aus England, die auf der Reise über den Atlantik an der Beulenpest erkranken. Und einmal für Arbeiter am Panama-Kanal, die 1904 am Gelbfieber erkrankten. In beiden Fällen wurden die Opfer nahe des Friedhofs beherbergt und als sie in großer Zahl starben, wurde der Friedhof erweitert. So, ich sehe schon hier so ein Seil um den Baum. Ich habe eine böse Vorahnung. Eine ganz böse Vorahnung. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ich bin Polizist. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Ich muss herausfinden, was Sophie mir mitzuteilen versucht. So, einige Objekte, ja, Flashback, ja. Natürlich, das ist es nicht. Ich verstehe das ganze System dahinter noch nicht so ganz mit den... Ah, okay, abgerissen. Das könnte der Ast sein. Jetzt verstehe ich's. Nein, dann ist es der Riss. Mein, verdammt nochmal. Okay, ich verstehe es jetzt. Also jetzt habe ich das System doch verstanden. Oh nein, nein, nein. Ich wusste es. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. So, erstmal jetzt kurz durchlesen. Sophia ist tot. Der Mörder hat eine merkwürdige Stuhlvorrichtung benutzt, um Sophia zu ertränken. Glockenmörder auf dem Friedhof. Der Glockenmörder hat Sophia getötet. Ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Nimm ihre Hand verdammt nochmal, Ronan. Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Nimm ihre Hand verdammt nochmal, Ronan. Mann! So, Vertrag. Sophia hat energisch geleugnet, etwas über einen geheimnisvollen Vertrag zu wissen. Hat der Mörder sie danach gefragt? Ich schwöre, ich weiß nichts von einem Vertrag. Bitte, hör auf. Warum tust du mir das an? Wer bist du? Was machst du da? Du wirst es so schnell! Ich will nicht
Straße im Mond. Ich will nicht sterben! Hör auf! Was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Verdammt, noch ein Schrei, der uns in die Knie zwingt. Mann, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Symbol des Glockenmörders. Der Glockenmörder hat sein Symbol auf Sophias Arm gezeichnet. Neues Ziel oder Ziel erfüllt. Finde raus, was mit Sophias Geist war. Geh zurück zu Joy. Ja, das machen wir. Und jetzt kommen wir natürlich auch hier durch. Das war eine Abkürzung. Super, wir haben die Geschichte. Wir können auch wieder zurück nach Salem dann. Oh, ich freue mich so. Wir können nämlich dann auch endlich rausfinden, wie die andere Geschichte so ist, die uns noch fehlt. Boah, super. Voll geil. Ich freue mich voll. Ich feiere das gerade. Aber schon heavy, ne? Wie der Glockenmörder da diese Vorrichtung gebaut hat mit dem Stuhl und sie dann hat ertrinken lassen. Boah, das ist übel. Ich hoffe, wir finden den Mörder und werden herausfinden, wer das ist, damit wir ihn leiden lassen können. Und ich hoffe, das gibt auch dann eine weitere Spur darauf. Ja, was mit uns dann passiert und was unsere ungeklärte Sache ist. Und da leuchtet auch schon der Kopf von Joy. Ich weiß nicht, es scheint irgendwie ein Grafikfehler zu sein. Ronan, ich habe Schreie gehört und... Schön, dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Toll. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich, geh schon vor, ich muss hier noch jemanden besuchen. Oh, wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon.
Untersuchen der möglichen Glockenmörderfall auf dem Friedhof abgeschlossen. Sehr schön. Finde die möglichen Glockenmörder-Überlebenden in der Anstalt. Es gibt eine Überlebende. Sie hat vielleicht Informationen zum Glockenmörder. Untersuchung beginnen. So. Lux. So, da müssen wir hin. Lux Ateran. Athena. Das ist diese Anstalt. Aber wir wissen, durch unsere neue... ja, Fähigkeit bleibt uns nichts anderes möglich, als wie, ja, die neue Geschichte aufzudecken, die wir aber erst in einer weiteren Folge Murder Soul Suspect machen. Ja, jetzt denken viele, oh du, ja, machen wir erst in der nächsten Folge, schaltet dann auch wieder ein. Also, macht's gut, ciao!